Meine Lieben, ich muss sofort beichten. Habe ich falsch gemacht damals, als ich Kinder gehabt habe und gedacht habe, wenn sie Hausaufgaben machen und wenn sie lernen sollen, dann sollten sie einfach konzentriert sein und ungestört sein und nicht von äußeren Einflüssen auch noch gestresst werden. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Level, aber ich habe das natürlich gemeint auf die Musik. Und jetzt hört es mal zu, was ich da jetzt schreibe mit meinem heutigen Wissen. Weil hört Musik, wenn ihr malt oder schreibt. Nicht aus dem Handy oder dem Radio, nein, tut es selbst. Pfeift ein Liedchen und singt, egal, auch wenn die Töne nicht ganz getroffen werden. Habt ihr gewusst, wer singt, kann unmöglich schlechte Laune haben? Geht nicht. Und mit guter Laune geht alles leichter, auch das Malen und Schreiben. Also sucht euch ein fröhliches Liedchen aus und trällert oder pfeift es querfeldein und durch die Gegend. Es wird sich automatisch gute Laune in euch ausbreiten. Das beste Mittel auch gegen Zorn, Wut, Ärger oder was euch sonst noch so Unangenehmes den Frieden rauben könnte. Ach, und wenn ihr einmal nicht laut singen könnt, weil andere sich dadurch gestört fühlen könnten, dann hört mal in euch hinein, das Lied werdet ihr in eurer Fantasie, in euren Gedanken weiterhin hören und singen können. Wenn ihr wollt, stellt es euch einfach nur mal vor. Niemand kann einem ein Lied aus dem Kopf stehlen oder verbieten, denn da ist jeder selbst daheim. Dort ist auch der einzige Raum, in dem man etwas verändern kann. Komponiert ein neues Liedchen. Gebt ihm eine neue Melodie, einen neuen Text, einen, den nur ihr kennt. Vielleicht teilt ihr es dann später einmal mit jemandem und singt oder pfeift es anderen vor. Tja, das ist etwas, da kann keiner in die Schuhe. Oh, wenn wir es gern würden manchmal, aber da sind wir ganz alleine zu Hause und der Big Boss. Also, Musik, ganz wichtig, gute Laune und das ist ein Tool, das würde ich jedem empfehlen, dass er das lernt. Es ist sowas wie, ich bin der König auf meiner Insel. Da drin kann ich glücklich sein, auch wenn es da draußen eine Mami gibt wie ich, es war, wo gesagt hat, nein, keine Musik, kein Trällern, kein Pfeifen. Ich war nicht immer so weise wie heute. Da muss man zuerst mal dumm sein, um weise zu werden. Und da hilft einem das Leben mit 4 Kindern, viel Erfahrung, viel Herausforderungen, viel Lösungsansätze und Erkenntnisse. Und dann kann man es weitergeben für euch, für die anderen. Also wieder Teil 3, ein besonderes Büchlein. Geeignet für Weihnachten, für den Schulstart, für Sommerferien, Winterferien, für einfach mal dazwischendurch. Es ist leicht, es ist bunt. Und übrigens, das da ist wieder der E-Punkt aus dem Lesebuch der Buchstabenmeister, was ich euch auch empfehle. Und übrigens gibt es alle meine Bücher auf dem Shop. madella-mella.com, da kann man sie bestellen, aber nicht nur, auch im Buchhandel, aber auf meiner Homepage sind halt doch die Hörproben, Leseproben, Bilder, da ist alles ausführlich beschrieben und da seid ihr direkt schon mal bei mir und dann dauert es auch nicht so lange, bis das Buch bei euch ist. Also denn, bestellen frühzeitig, bitte kommt es nicht 2 Wochen vor Weihnachten, da ist der echt Stress pur. Also, bis zum nächsten Video, dann geht's um den 4. Teil. Den stelle ich euch vor. Ach, wo ist er?